Der Weiberfasching 2013 im Ingolstädter Stadttheater. Nicht ganz so edel wie der parallel stattfindende Opernball in Wien, bestimmt aber um einiges lockerer und spaßiger. Dafür sorgten zum einen die verschiedenen Faschingsgarden, zum anderen die ca. 2500 Besucher selbst. Werfen wir aber erst einmal einen Blick auf die Garden und dann auf die Kostüme. Den Abend eröffnete die Kinder- und Jugendgarde der Navalla Ingolstadt. Das ließ sich auch das Prinzenpaar selbst nicht entgehen. Das Showprogramm der Kids steht dieses Jahr unter dem Motto Spanien. Im wahrsten Sinne des Wortes mit Pauken und Trompeten eröffnete die Faschingsgesellschaft Eickstedt ihr Programm. Die Eickstedter, angeführt von Prinz Matthias II. Und Helena I., gastierten am Weiberfasching in der aktuellen Saison zum ersten Mal in Ingolstadt. Auch Garde und Elferrat begeisterten mit ihrem Showprogramm zum Thema Fancy Fair. Es folgte der Auftritt des Gastgebers, der Navalla Ingolstadt. Prinz Michael III. Und Carolin I. entführten die Besucher in exotische Länder und brachten den Karneval von Rio in den Festsaal. Anschließend regierte König Fußball. Das Motto des Navalla Showprogramms: Zeit, dass sich was dreht. Zum Abschluss jetzt noch ein paar Impressionen der kuriosesten Kostüme. Einen gewissen Trend konnte man nicht feststellen. Aber von Pulp Fiction, Avatar, Lara Croft, dem Joker, Frankensteins Monster, Trinity, Superman, Spider-Man, noch einem Joker, Batwoman, Scheichs, Neandertalern, Handtaschen, Zwergen, Mäusen und Kühen war alles zu finden. Ihr fragt euch, was ich für ein Kostüm anhatte? Das